Das ist die digitale Spaltlampe, mit welcher wir Fotos aus dem gesamten vorderen Augenabschnitt aufnehmen können. Das ist sehr wichtig zur Dokumentation gewisser Pathologien, zum Beispiel Entzündungen. Wir sehen ganz genau den Verlauf dieser Entzündung, zum Beispiel eine Hornhautentzündung. Man kann damit auch gewisse Strukturen, zum Beispiel den Nachstar, dokumentieren und dem Patienten auch zeigen, was ist ein Nachstar und wie sich das natürlich auf das Sehvermögen auswirkt. Man kann dann natürlich nach der sogenannten Jagdkapsulotomie auch den Befund zeigen und zeigen, was hat sich durch diese Behandlung verändert. Genauso mit den Fakellinsen. Man kann auch ihnen zeigen, wie die Fakellinse im Auge sitzt. Ja, und das dient auch, das ist sehr wichtig zu einer langfristigen Dokumentation.